Moin! Das iPhone 15 wurde vor mehr als 4 Monaten vorgestellt. Also ist jetzt die optimale Zeit für ein Review. Bei der iPhone 14 Serie war die Dynamic Island noch den Pro-Modellen vorbehalten. Jetzt ist sie auch im normalen iPhone 15 und iPhone 15 Plus. Und sie ist schon deutlich auffälliger als die Notch, aber auch deutlich schicker und praktischer. Auch wenn zumindest ich sie noch deutlich weniger benutze als gedacht, ist es schon praktisch. Beispielsweise den Hinweis, dass man noch im Flugmodus ist und die verbleibende Zeit eines Timers zu sehen. Schade finde ich nur, dass zum Beispiel die Zeit der Stoppuhr nicht angezeigt wird. Und zum Beispiel die Face-ID-Animation, sowohl beim Entsperren mit dem kleinen Schloss, aber auch wenn irgendeine andere App Face-ID braucht, ist nett. Auch wenn es kein echtes Feature ist. Mir gefällt die Dynamic Island sehr gut und wenn man ein iPhone mit Dynamic Island und Notch nebeneinander legt, kommt einem die Notch echt altmodisch vor. Aber auch nur im direkten Vergleich. Denn noch ist die Dynamic Island zwar schön zu haben, aber im alltäglichen Gebrauch ist sie dann doch nicht so viel praktischer. Dass das Display nur 60 Hz hat, stört mich im Alltagsgebrauch ohne direkten Vergleich nicht. Und auch, dass es aufgrund der 60 Hz kein Always-On-Display hat und dieses den Pro-Modellen vorbehalten bleibt, ist zwar schade, aber da man es auch einfach durch Tippen auf das Display aktivieren kann, nicht wirklich schlimm. Die Displaygröße bleibt bei 6,1 Zoll, nur die Displayränder sind geschrumpft, was das Gerät etwas kleiner macht. Und da das Display jetzt bis zu 2000 Nits hell sein kann, kann man es im Sommer, wenn es draußen hell ist, besser ablesen. Da das iPhone 15 sowohl eine matte Rückseite als auch einen matten Rahmen hat, der auch noch abgerundet ist, liegt es wirklich sehr gut in der Hand, solange man es ohne Hülle benutzt. Das iPhone 15 hat jetzt auch USB-C. Bei den Geschwindigkeiten hat sich nicht so viel getan, da das normale iPhone 15 auch nur USB 2 hat, genauso wie Lightning, da jetzt auch Apple in eine Zukunft von USB-C steuert. Ist USB-C deutlich zukunftssicherer und man kann jetzt auch seine AirPods oder ein anderes iPhone über USB-C laden. Die Kameras sind eine Ultraweitwinkel- und eine 48-Megapixel-Hauptkamera. Eine dritte Linse für die Zweifach-Telefunktion gibt es nicht, denn bei dieser wird in die 48 Megapixel der Hauptkamera reingekroppt und somit haben die Zweifach-Telebilder immer noch 12 Megapixel. Und sehen sehr gut aus. Standardmäßig werden die Bilder der Hauptkamera nicht in 48 Megapixel, sondern in 24 Megapixel aufgenommen. Aber wenn man 48 Megapixel Bilder haben möchte, kann man HiveMax aktivieren. Da die iPhone 15 Serie HDR5 bekommen hat, sind die Farben kräftiger. Aber über die Kamera mache ich noch ein extra Video. Wenn ihr diesen Kanal abonniert, verpasst ihr es nicht. Lautsprecher und Mikrofon im Vergleich. So klingt der Lautsprecher des iPhone 15. Und so klingt das Mikrofon des iPhone 15. Und für alle, die die Funktion des iPhone Pro nicht unbedingt brauchen, ist das iPhone 15 zwar nicht billig, aber ein sehr gutes Handy, mit dem man auch in 2 Jahren noch Spaß haben wird. Wer aber die Pro-Features wie 1 TB Speicher, den Dreifachzoom oder das Always-On-Display braucht, bekommt für das gleiche Geld ein refurbished iPhone 14 Pro. Muss jedoch auf USB-C verzichten. Ich denke, dass dieses Jahr viele, die sonst Pro-Geräte kaufen, auf das normale iPhone 15 umsteigen können, es sei denn, sie brauchen den 10-fach-Zoom und somit das 15 Pro Max. Das war's soweit. Tschüss!